Wie hält man bei Ghost Recon Breakpoint, speziell auf Konsolen, die Luft an? Diese Frage wurde mir tatsächlich schon sehr häufig gestellt und deshalb habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Und fündig geworden bin ich an einer, bei einer sehr ungewöhnlichen Taste. Und zwar handelt es sich um die L2-Taste oder LT bei Xbox-Controllern. Also der linke Trigger. Und zwar musst du diesen nur leicht reindrücken, so dass er gerade anfängt zu zielen, aber nicht weiter. Ich habe jetzt bei mir hier gerade mein Xbox Gamepad an PC angeschlossen. Und wenn ich den linken Trigger leicht reindrücke, das war schon zu weit. Das ist echt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. So, jetzt halte ich die Luft an. Wenn ich weiter drücke, hört er damit auf. Wenn du direkt durchdrückst und dann ein bisschen loslässt, geht das auch. Aber es ist halt, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wer hat sich das ausgedacht und gedacht, das wäre eine gute Idee, das auf die linke Triggertaste zu legen? Du kannst das tatsächlich auch umbelegen, aber ja, musst du wissen. Du kannst hier in den Einstellungen, kannst du unter Steuerung anpassen, hier unter der Gamepad-Steuerung, hier Controller-Einstellungen, wieder mit der Maus, kannst du hier unter Kampf und Druck, kannst du kontrolliertes Atmen, kannst du auf eine andere Taste legen. Ja, wie es mit dem rechten Trigger aussieht, weiß ich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Was darfst du gerne tun, wenn du das möchtest, oder legst einfach auf irgendeine andere Taste. Aber ja, so hältst du standardmäßig auf dem Controller die Luft an. Am PC standardmäßig die Leertaste. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und dann bis zum nächsten Mal mit Freude. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.